Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, die Schritte sind weg. Was war das für ein Lachen? Oh, wie fies. Wie fies einfach nur. Ich warte noch einen Moment. Okay. Seefahrer? Okay. Aber die Methode klappt ja gerade wirklich gut. Also wir sind richtig weit schon gekommen jetzt. Ich hoffe, es funktioniert weiterhin so gut. Schritte, Schritte, Schritte. Schritte, Schritte, Schritte. Schritte, Schritte, Schritte. Machst mir keine Angst, geh weg. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das im Hauptspiel irgendwie so ist, dass man aus einem Haus oder so fliehen muss. Und um dem Haus ist halt noch ein Wald rum und das ist halt das wahrscheinlich dann, dass man hier auch noch weg muss. Ich mach mal kurz ein hier. Okay. Der Seefahrer. Es wird wieder ruhig. Wir können, glaube ich, weiter. Ah! Oh, das wäre so gemein, wenn es jetzt passieren würde. Wenn mich das einfach nur... Schon wieder Geräusch. ...in Sicherheit wiegen will und dann... Das ist ja auch so ein Reflex. Wenn man Schritte hinter sich hört, dann rennt man halt los, ne? Und genau so wird man da wahrscheinlich halt geschnappt. Also man muss das Gegenteil von dem tun, was man eigentlich tun würde. Ich bin ja mehr der Laufer, glaube ich, als der irgendwo Verstecker. Wie bei Dead by Daylight, ja. Merkt man aber, dass es vielleicht auch nicht immer die richtige Wahl ist. Okay. Weiter geht's. Draußen ist heute auch so ein Unwetter. Das passt sehr gut zusammen. Gott, war das jetzt im Spiel oder war das bei mir draußen? Irgendwie so ein Vogel. Voll laut. Geräusche. Sind das zwei Wege? Warte mal ganz kurz. Oh Gott, da ist ein Haus. Oh Gott, ausmachen. Scheiße! Kann man da weiter? Ich sehe es nicht. Ah, doch, da kann man weiter, da kann man weiter. Mm, jetzt wird es wieder lauter. Bestimmt, weil ich die Taschenlampe benutzt habe. Ich warte einfach kurz. Alles gut, alles gut. Okay. Es waren nicht meine Schritte, glaube ich, aber es war dann auch wieder weg. Oh mein Gott, das wird immer dunkler. Wehe, die lacht noch mal so. Das war echt das Furchtbarste von allem. Dieses Lachen. Ein Vogel, wie nett. Doch, da vorne geht's um die Ecke, glaube ich. Warte mal, geht's da auch? Hä, wie stehe ich denn gerade? Scheiße. Doch, 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 passt schon, passt schon, passt schon.
Da ist noch so ein Schädel mit einem Helm, glaube ich. Ja, ich denke, das war ein Helm. Wie kann derjenige, der eigentlich gerade so viel erlebt hat, wahrscheinlich weil er ja da geflohen ist, nehme ich mal an, so cool durch den Wald gehen einfach? Das ist so witzig, mein Seefahrer hier, der hilft mir voll. Ist viel besser als die Taschenlampe. Ist nur ein Baum. Geräusche werden gerade wieder etwas mehr. Ah, ich will aber auch mal vorwärts kommen hier. Ich glaube, ich kann dann noch geradeaus, oder? Einfach weiter. Ich glaube schon. Jetzt muss ich kurz warten. Jetzt sind die Geräusche wieder so laut. Okay. Seefahrer Shiva? Okay. Aber ich benutze keine Taschenlampe mehr. Okay, dann muss ich eigentlich so weiter. Eigentlich schon, ja. Jetzt wird es gerade wieder schlimmer. Da hat wieder was geraschelt. Ich bleib mal stehen. Tum, 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 tum. Ruhiger geht ja gar nicht, erst stehen bleiben. Es muss einfach passen. Es muss einfach passen. Oh Gott, ich setze mich mal anders hin. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es ist sehr schwierig auseinanderzuhalten, was ist jetzt irgendwie Wind und was könnte irgendein Typ sein, der gerade im Busch sitzt. Schrecklich. Nein! Zeit rum, bitte. Geh weg. Dreh um. Ich bin hier gar nicht. Was könnte ich getan haben, dass der schon wieder bei mir ist? Bin ich da noch richtig? Das sieht vor mir einfach so dunkel aus. Ich sehe gar nichts mehr. Die Musik ist auch immer noch so komisch. Kann ich mich wieder bewegen? Habe ich Füße? Ich habe keine Füße. Weiter, komm, komm, komm. Oh shit, ich laufe in irgendeinen Stein. Jetzt, 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 jetzt. Alles gut. Alles gut.
Ich muss echt jedes Mal wieder die Umgebung sondieren. Ich will nicht irgendwo falsch laufen. Ich bin jetzt schon so weit gekommen. Shit. Doch, doch, doch. Ist alles gut. Ist alles gut. Ist da ein Haus? Ich habe keine Ahnung. Ich will einfach nur weiter. Scheiß drauf. Ich gehe ganz sicher nicht mehr in irgendein Haus. Oh. Ob es wohl besser ist, sich so in den Schatten hier zu stellen? Pineview Drive. Oh mein Gott. Ich bin genau falsch rumgelaufen. Ich bin ja zum Hauptspiel hingelaufen statt weg. Aber ich hab's geschafft! Oh, Scheiße! Voll süß gemacht. Aber ganz ehrlich, jemand, der durch diesen Wald läuft, um zu diesem komischen Haus zu kommen, der will doch dann nicht in das Haus auch noch rein. Also ich würde ja nicht mal durch den Wald laufen wollen, um zu diesem Gruselhaus zu kommen. Aber eigentlich ist es jetzt auch so eine schöne Einstimmung irgendwie. Wir gehen zusammen durch den Wald zu dem Haus und dann gehen wir in das Haus hinein. Also vielleicht spiele ich auch einfach Pineview Drive als nächstes. Es passt irgendwie sehr gut zusammen. Ich habe aber gehört, dass es da Clowns gibt. Die mag ich gar nicht. Okay, wir gucken einfach mal. Ihr könnt gerne alle eure Wünsche in die Kommentare schreiben. Freue ich mich auch riesig. Kann ja mal gucken, was ihr so meint. Wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein. Tschüss.